Hallo liebe Wohnmobilfreunde, herzlich willkommen heute hier zu diesem Film. Wir zeigen euch heute mal, wie bekommt man die Kontrolle über seinen Kühlschrank, was die Temperatur betrifft, im Tiefkühlfach und im Kühlschrank. Alles weitere hier zu diesem Film. Es geht los. Wer hat sich das noch nicht gefragt, wie ist meine Temperatur im Kühlschrank? Kühlt der Kühlschrank ausreichend im Sommer? Ist mein Tiefkühlfach kalt genug? Diese und alle Fragen kann man beantworten mit einem Gerät, was man hier in den Kühlschrank einsetzt und natürlich dann ablesen kann. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das ist eine Frage, die wir uns immer gestellt haben in den vergangenen Jahren. Ist der Kühlschrank ausreichend gekühlt? Ist die Temperatur im Tiefkühlfach ausreichend? Da gibt es verschiedene Mittelchen dazu. Wir haben früher immer in unserem Kühlschrank dieses Thermometer gehabt. Das kann man reinhängen. Das ist ein handelsübliches Thermometer für einen Kühlschrank. Da kann man es ablesen. Muss man aber den Kühlschrank öffnen und wie bekanntlich, wenn wir im Sommer irgendwo stehen, im Wohnmobil sind 30 Grad, den Kühlschrank aufmachen, ist immer so eine Geschichte. Da haben wir eine super Sache für euch und zwar können wir jetzt die Temperatur vom Kühlschrank und vom Tiefkühlfach ablesen, ohne den Kühlschrank zu öffnen. Wir haben permanent den Überblick, wie kalt ist mein Kühlschrank und wie kühl ist es im Tiefkühlfach. Das ist eine super Geschichte, das zeigen wir euch jetzt mal. Wir schwenken jetzt mal um, ich zeige euch mal, was wir da hier einsetzen. Die Lösung für unsere Temperatur im Kühlschrank und Tiefkühlfach wäre diese Geschichte. Wir werden das auf jeden Fall mal verlinken, hier mit unten drunter in der Videobeschreibung. Wir backen die ganze Geschichte jetzt mal aus, was wir dazu brauchen und wie einfach das zu installieren geht. Wir hier die digitale Kühl- und Gefrierthermometer-Kombination. Da haben wir drin die Sensoren und der zweite Sensor. Packen wir gleich mal aus. Die sind auch beschriftet. T1 und T2. Dann haben wir mit dazu die digitale Einheit. Und wie wir sehen, das Ganze ist komplett ohne Kabel zu installieren. Wir haben hier Knopfzellenbatterien drin und hier haben wir die AA-Batterien drin. Zwei Stück, jeweils in jedem Sensor zwei Batterien verbaut. Somit fällt auch die Verkabelung im Wohnmobil weg. Und dann haben wir einmal eine deutsche Bedienungsanleitung und eine englische Bedienungsanleitung. So, wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen und dann werden wir euch das mal zeigen, wie wir das installieren und wie schnell das geht, damit wir das ablesen können, die Temperatur von unserem Kühlschrank. Von den zwei Sensoren ist es vorgegeben, welcher in die Kühlkombination kommt und welche in die Gefrierkombination kommt. T1 kommt in die Kühlkombination und T2 legen wir in die Gefrierkombination. Das hat ganz einfach damit zu tun, weil diese Sensoren eine unterschiedliche Temperaturdifferenz haben für die Funktionsweise. Das Display für die Ablesung haben wir mehrere Möglichkeiten, das zu befestigen. Wir haben hier auf der Rückseite so einen Klappfuß zum Ausklappen, wie wir es jetzt hier wunderbar sehen können. Da kann man das Gerät hinstellen zum Ablesen oder man hat die Möglichkeit, das auch mit Magneten hier anzubringen. Wir haben die Lösung gewählt. Wir haben hier eine Platte, das zeige ich dann nochmal, angebracht, wo wir das mit den Magneten, die hier drin verbaut sind, an die Displaywand anbringen können. Im Lieferumfang sind in der Basisstation die zwei Knopfzellen schon enthalten und für diese Sensoren brauchen wir 4 AA-Batterien. Die haben wir uns mit besorgt im Vorfeld. Diese sind im Lieferumfang enthalten und sind mit einer Foliensicherung noch getrennt. Die Trennung haben wir jetzt hier entfernt und das Gerät zeigt jetzt hier schon im Display die ersten Werte an. So, jetzt sehen wir es jetzt hier wunderbar drauf. Wir haben jetzt T1, die
Kühlkombination den Sensor und T2 die Gefrierkombination den Sensor. Hier können wir jetzt auch einstellen eine Alarmfunktion, minimale Temperatur, maximale Temperatur, wo wir ganz einfach darauf hingewiesen werden, wenn eine gewisse Temperatur, die wir im Vorfeld eingestellt haben, hier im Kühlschrank überschritten oder unterschritten wird. Das machen wir jetzt mal mit dem ersten Sensor, der zweite Sensor dann ganz genauso gleich. Wir haben jetzt den T1-Sensor für die Kühlkombination. Jetzt stellen wir uns hier mal den ersten Wert ein. Da drückt man lang drauf. Jetzt blinkt der Wert. Jetzt können wir hier durch hoch und runter können wir jetzt uns den Alarmwert anzeigen lassen und einstellen. Wir gehen hier auf einen Maximalwert von plus 9 Grad, wo uns der Sensor warnen soll, dass es im Kühlschrank zu warm ist. Durch einen weiteren Klick auf diese Alarmglocke werden wir weitergeleitet zu dem Tiefstwert. Wir gehen ganz einfach hier in dem Kühlschrank Tiefstwert auf minus 1 Grad. Das soll uns der Sensor warnen, dass es im Kühlschrank zu kalt ist. Da wird mir die Energie ganz einfach die Kühlleistung vom Kühlschrank zurücknehmen können. Das gleiche wiederholen wir mit dem T2-Sensor für das Tiefkühlfach, lange auf die Glocke drücken. Wir nehmen jetzt hier eine Höchsttemperatur von minus 13 Grad im Gefrierfach, die kälteste Temperatur von minus 23 Grad, einmal drauf anklicken. Jetzt blinkt der zweite Wert, minus 23 Grad für das Gefrierfach, damit es uns warnt, dass es zu kalt ist. Jetzt haben wir die Basisstation eingestellt, ist aber noch nicht gekoppelt mit den Sensoren. Jetzt nehmen wir uns die Sensoren vor, machen hinten die Verriegelung auf für die AA-Batterien und geben die Batterien hier die AA-Batterien in den Sensoren ein. Der Sensor, wenn wir die Batterien eingelegt haben, blinkt. Das gleiche auch mal hier. Ich zeige es mal rum. Batterie Nummer 1. Batterie Nummer 2 und jetzt kommt die Bestätigung, das Bestätigungsblinken von dem Sensor. Jetzt haben wir die Sensoren mit den Batterien bestickt und jetzt müssen wir die Sensoren mit der Basisstation koppeln. Wie funktioniert das Koppeln mit der Basisstation? Um beide Sensoren mit der Basisstation zu koppeln, drücken wir hier lang auf das Plus. Alle Anzeigen verschwinden. Und wir sehen es hier in der Seite, dass hier so Art wie ein Sensorzeichen blinkt. Hier werden jetzt die Sensoren gesucht. Das dauert eine Weile. So, wie wir es jetzt sehen können, sind beide Sensoren mit der Basisstation hier jetzt gekoppelt. Die Werte blinken. Wir haben jetzt hier den Alarm ausgeschaltet. So klingt das, wenn wir hier mit den Sensoren außerhalb dem voreingestellten Normwert liegen. Das haben wir jetzt mal ausgeschaltet, dass es jetzt uns hier nicht stört. So, jetzt gehen wir weiter. Wie bringen wir die Sensoren unter und diese Basisstation? So, liebe Freunde, jetzt haben wir das Gerät voreingestellt, die zwei Sensoren, einmal für den Kühlschrank und einmal für das Tiefkühlfach. T1 kommt in den Kühlschrank. Jetzt ist die Frage, wo legen wir das hin in den Kühlschrank? Da wird ja gesagt, dass in der Mitte vom Kühlschrank, also hier ungefähr, ein Normalwert zwischen 5 und 7 Grad herrschen soll. Wir legen den Sensor, den T1-Sensor, den wir jetzt hier haben, hier oben mal rein. Wir können den auch hier unten reinlegen. Das ist genau die Mitte. Wir legen aber den mal hier oben rein und da zeigt er uns dann die Werte genau an. So, Sensor 1 haben wir jetzt verstaut. Jetzt haben wir noch den Sensor 2 und dieser Sensor kommt in die Gefrierkombination und den Sensor 2 für die Gefrierkombination verstauen wir jetzt hier. Wir sehen es auch, dass er blinkt, also funktionsfähig ist. Und ja, liebe Freunde,
viele Zuschauer von uns und liebe Freunde von uns kennen das ja schon, dass wir diese Temperaturanzeige im Kühlschrank und für die Gefrierkombination haben und das sind begeistert, weil man auf einen Blick den Wert hat, was natürlich auch am wichtigsten ist, wie sind meine Temperaturen im Kühlschrank und im Gefrierfach. Vor allem im Sommer ist es für uns wichtig und aussagekräftig, reichen die Temperaturen aus. Wie bringen wir jetzt die Basisstation an? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die haben wir euch schon gezeigt. Wir haben uns diese Variante ausgesucht mit den Magneten. Und zwar haben wir jetzt uns hier oben am Panel mit einem doppelseitigen Klebeband eine Metallplatte angebracht. An diese Metallplatte bringen wir jetzt hier unsere Basisstation an. Wir haben auf der Rückseite die zwei Magneten mit eingearbeitet und das heften wir jetzt hier so ran. So. Und so schaut das aus. Das hält. Jetzt haben wir das angebracht. Wir sehen es natürlich, dass die Anzeigen hier noch blinken. Wir werden gleich noch einmal zu euch kommen und euch dann die Werte zeigen. Nach einer gewissen Zeit werden sich die Sensoren eingestellt haben auf dem Kühlschrank und werden dann uns hier die Werte vom Kühlschrank und vom Gefrierfach übermitteln. Bis gleich. Wir sind wieder zurück, liebe Wohnmobilfreunde. Wir zeigen euch jetzt einmal, die Sensoren haben sich nahezu eingepegelt. Wir haben den Kühlschrank, das Tiefkühlfach laufen und wir zeigen es euch jetzt mal, wie der Stand ist. Kühlschrank. Wir haben 7 Grad im Kühlschrank. Er zeigt jetzt an. In den letzten 24 Stunden war der Kühlschrank auf 24 Grad. Wir haben jetzt aktuell das Minimum der letzten 24 Stunden 7 Grad. Also das hat er jetzt komplett übernommen. Jetzt haben wir hier das Tiefkühlfach T2. Sind wir mittlerweile bei minus 14 Grad. Das gleiche zeigt er auch an. Maximal- und Minimaltemperatur. Maximal 26, minimal 14 Grad. Das war es ganz einfach mal, dass wir immer einen kühlen Kopf bewahren, was unseren Kühlschrank betrifft. Was haben wir für Temperatur im Kühlschrank? Was haben wir für Temperatur im Tiefkühlfach? Ein wunderbares Gadget für einen super Preis. Wir werden das auf jeden Fall hier nochmal mit verlinken, wo ihr das finden könnt. Wir haben, wie gesagt, die zwei Sensoren, die haben wir eingelegt. Wir haben hier ohne Kabel das Ganze angebracht, super abzulesen, das geht in Windeseile. Er zeigt uns an die Temperaturen im Tiefkühlfach und im Kühlschrank. Er alarmiert uns natürlich auch, wenn wir gewisse Grenzen überschreiten, nach oben oder nach unten. Und das Gerät zeigt uns natürlich auch an, was wir in den letzten 24 Stunden für Temperaturschwankungen in dem Kühlschrank und im Tiefkühlfach hatten. Eine wunderbare Geschichte finden wir, deswegen mussten wir euch das mal vorstellen. Ja, liebe Freunde, das war mal ein angenehmes Gadget für euch. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt schön gesund. Wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt und behaltet immer einen kühlen Kopf in der jetzigen Zeit. Bis dahin, ciao.